Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Subnautica. Auch hier geht's mal wieder weiter. Auch hier schaue ich wieder rein. Aber nach wie vor, da es mir nicht so gut geht, wird das ein bisschen unregelmäßig sein. Aber naja, ich halte es ja selbst nicht aus, ohne hier mal weiter zu zocken. Insofern schauen wir uns direkt um. Ich weiß jetzt natürlich nach so langer Zeit fast nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten zwei kleine Erkundungstouren gemacht. Einmal in Richtung dieses Lithiums und da hinten sehen wir es auch, genau, rotes Seegras und Höhle. Im Grunde genommen fehlt uns dann nur die Richtung noch, so grob, so da lang. Nicht zu sehr in Richtung des Schiffswracks, da müssen wir aufpassen, wie immer. Aber zuallererst müssen wir schauen, dass wir, glaube ich, unsere Seamoth mal wieder reparieren. Die hat, glaube ich, nur noch 60% rum und das ist dann doch ein bisschen wenig. Und dafür, ich mache mal wieder die UI an, wenn es denn geht. Da, wunderbar. Dafür brauchen wir den, oder nee, hier, da nennt sich es, das Schweißgerät. Magnesium ist soweit kein Problem. Das Kracherpulver, das habe ich glaube in der letzten Folge schon angedeutet, das wird noch ein lustiges Ding werden. Ich bin mal gespannt. Also Magnesium kann ich herstellen aus dreimal Salz, so frech war ich schon mal und habe mir das ins Inventar gehauen. Zudem werden wir uns hier mal was Leckeres kochen. Dann machen wir das mal den hier. Ja, New Creature, das ist mal wieder toll. Da kochen, gekochte Nahrung. Und, na komm, raus hier. Und wo ist er? Da, plus 23, wunderbar. So, dann passt das, dann sind wir da wieder halbwegs hergestellt. Jetzt müssen wir mal so einen Kracher suchen. Da bin ich mal gespannt. Wo die jetzt waren. Ich müsste kurz auftauchen, ich muss mich orientieren. Okay, probieren wir es mal hier in die Richtung. Wir müssen so kleine Höhlen suchen. Und in diesen kleinen Höhlen sind die manchmal. Die Mistviecher. Wie gesagt, eigentlich diejenigen, aus denen ich am liebsten aus dem Weg gehe. Na komm, wenn wir schon vorbeischwimmen, nehmen wir es mit. Sind diejenigen, denen ich am liebsten aus dem Weg gehe, weil sie doch echt richtig nervig sein können. Salz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr aufsammeln. Okay, den gehe ich auch ganz gerne aus dem Weg. Mal schauen, hier, da, das sieht gut aus. Das sieht nach einer Krachergegend aus. Die kündigen sich zum Glück an. Gibt so eine kleine Sirene vorher, so ungefähr. Da ist einer. Da vorne seht ihr ihn, da dieses Rote. Wenn wir jetzt noch näher rangehen, dann kommt er raus. Sind zwei. Machen wir. Okay, das war Nummer 1. Ich weiß nicht, wie man die... Hallo. Wie soll man das schaffen? Ich weiß nicht, wie man da wegkommt, aber jetzt sind die Dinger wenigstens offen und leer und jetzt kann man hier ernten gehen. Irgendwie, mal gucken. Nee, Crab Sand nicht. Muss ich das zerhauen? Nein, irgendwie... Da was? Nee. Ich könnte schwören, das war letztmals so, dass ich die so ernten konnte. Ist immer doof. Brauche ich da ein normales Messer für? Scheiße. Moment. Kann es sein, dass ich da ein normales Messer für brauche? Aber das Ding finde ich nie mehr. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ich meine, letztes Mal habe ich da nur so drauf eingeschlagen und dann hatte ich... Oder ich mache mal das Messer weg. Probieren wir es nochmal so. Ah, aber klar, jetzt bin ich in der falschen Höhle. Wo ist es? Boah, ich und meine Orientierung. Sind sie? Ich bin so blöd. Da. Probieren wir es nochmal so. Nee, da kann ich jetzt gar nichts machen ohne Messer. Und mit dem Messer haue ich wieder nur kaputt. Na toll, Heatblade used up. Dann ist das jetzt auch noch kaputt.
Okay. Huch. Hat jemand den Ausgang zugemacht? Ist ja fies. Scheiße, das habe ich mir anders vorgestellt. Also gut, dann bauen wir uns jetzt erstmal ein normales Messer, kein Heatplate. Dann probiere ich es damit nochmal auseinanderzunehmen. Na komm, wenn es hier schon so rumliegt, obwohl wir haben Titanium mehr als genug. Seemottenfragment brauchen wir nicht noch ein weiteres. Dann auf zurück zur Basis. Ach, so ein Driss jetzt aber auch. Das ist jetzt... Ist jetzt echt schade, dass das nicht funktioniert hat. Okay, eine Möglichkeit habe ich hier auch noch in dieser Schlucht auf diese Viecher zu treffen. Erstmal ein neues Messerchen. Zum Glück haben wir gerade hier Silizium mitgenommen, dass wir uns daraus wieder was bauen können. Das sollte gerade auch reichen. Verdammt. Erweiterte Materialien. Nein, normale Materialien. Silikongummi. Und dann bräuchte ich, glaube ich, nur ein Titanium. Ausrüstung. War das hier? Nein. Werkzeuge. Da. Überlebensmesser. Und ich mache jetzt trotzdem noch Folgendes. Wir bauen uns noch ein zweites Überlebensmesser und machen das wieder zum Hitzemesser. Ich will jetzt gucken, ob wir eventuell beide brauchen. Ansonsten braucht es sich ja eh irgendwann auf. Und ist ja dann nicht schlimm, wenn man zwei im Gepäck hat. So, dann gehen wir hier hin. Was braucht man jetzt? Eine Batterie, glaube ich, für dieses... Eine gehärtete Klinge ist natürlich auch interessant. Hier eine Batterie brauchten wir. Batterie wiederum brauchte Kupfer und diese Pilze. Kriegen wir hin. Zwei. Oh, ich habe nur... Ich habe nicht viel Kupfer. Ich glaube, es war ein Kupfer und drei Pilze und nicht drei Kupfer und... Moment, mal gleich gucken, wie viel Kupfer wir brauchten. Ressourcen, Elektronik. Ein Kupfer. Gut. Waren das früher nicht auch drei Pilze? Ich glaube, das haben die jetzt im Zuge des letzten Patches oder der letzten Patche irgendwann auch geändert. Ich habe das Gefühl, das hat man mehr gebraucht. So, dann kann man jetzt hier wieder ein bisschen... Ne, das kommt in die andere. Jo. Scheiße. Ich dachte, das geht jetzt schneller mit dem Reparieren. Bin ich gerade ein bisschen bedient, sozusagen. Hier, das können wir auch reinschmeißen. Dieses Druckkompensator-Fragment, das können wir mal erforschen lassen. Und wo ist eigentlich mein Magnesium? Das haben wir hier. Bevor da was futsch geht... Tun wir das auch da rein. Die Energiezelle nehmen wir mit. Die Batterie bauen wir uns jetzt hier zusammen. Haben wir noch genug? Haben wir noch. Genug Energie haben wir. Thermalklinge. So. Ist jetzt auf der 4. Da soll sie ehrlich gesagt nicht hin. Thermalklinge machen wir auf die 2. Auf die 1 das normale Überlebensmesser. Auf die 3 hätte ich den Bauer. Und auf der 4 die Boje. Ich denke mal, so ist das schon mal ganz gut. Und kann man das hier auch hinlegen auf die 5? Ne, kann man natürlich nicht. Das ist schade. Das sollten sie noch reinpatchen, dass man das auf eine Schnellzugriffsleiste machen kann. Wäre schon nicht ganz verkehrt. Und jetzt wird es dunkel. Ein Traum. Ich habe keine Ahnung, ob mir jetzt diese eine Höhle... Ich glaube, das eine Fragment war ja noch nicht kaputt. Das habe ich ja noch nicht zerstört gehabt. Keine Ahnung, ob ich die wiederfinde. Hier geht es Richtung Lithium. War mal in die Richtung aufgebrochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, ich komme noch vor der Dunkelheit irgendwo an. Wäre nicht ganz verkehrt. Oh, nehmen wir auch mal wieder zwei mit, weil wir eine Batterie gebaut haben. So, schauen wir mal. Hier unten war das hier. Hey. Hey, Kleiner. Na, dich brauche ich. Uah, die erwischen einen jedes Mal. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber, bitte. Gibt's doch gar nicht. Wie? Muss ich die töten? Haben die das geändert? Muss ich jetzt vielleicht am Ende die... Oh, scheiße. Ein Traum. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Es war immer so, dass ich das, wenn ich diese Dinge auseinandergenommen habe, das Zeug bekommen habe. Keine Ahnung, warum sich das jetzt geändert hat. Es sieht fast so aus, als müsste ich die Viecher selbst töten.
oben. Machen wir da jetzt? Wie soll ich diese Viecher töten? Kann man die eventuell einfrieren? Vielleicht sollte ich da mal schauen, ob man die... Diese Kanone da bauen kann für... Das wäre eventuell eine Maßnahme. Moment, Lithium. Höhle, wo geht's nach Hause? Da. Ich habe doch diese Freezing Cannon oder wie nennt die sich? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Da war schon wieder so ein Vieh, aber ehrlich gesagt bringt ja nichts. Da lang. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Haben wir uns ganz schön wegbomben lassen, sozusagen. Du kommst mal mit. Wenn du jetzt nicht so viel bringst. Mal ein bisschen Nahrung brauchen wir wieder. So. Was zur Hölle? Jetzt sind sie aber überall hier. Wo das denn? Da unten drin? Ja, gut zu wissen für später. Du kommst auch noch mit. So. Füllen wir unser Aquarium mal wieder auf, wenigstens. Mann, Mann, Mann. Läuft alles voll nach Plan, wie immer. Welcome. Ach, und wir wissen, was das hier heißt. 1, 2, wir haben nur noch 43 Energie und... gleich heißt es wieder... keine Energie. So, was wollte ich jetzt gucken? Jetzt wollte ich nach den... nach dieser... Kanone bauen, schauen, was man da braucht, um die zu bauen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Ding habe ich noch nie. Ich kann nicht scrollen. Sekunde, ich muss kurz ins Windows tappen. Dieses Problem habe ich ab und an. Da. Geht's jetzt zu scrollen? Jetzt geht's zu scrollen. Sehr gut. Da, Schubkanone. Nee, die ist es nicht. Terraformer ist es nicht. Nee, wir hatten doch, wie heißt denn die auf Deutsch? Irgendwas mit Eiskanone oder sowas in der Richtung müsste das Ding eigentlich heißen. Wärmekraftwerk, das wollte ich auch nochmal bauen. Titanbarren, Magnetitschmierstoff. Das Ding ist ein bisschen teurer. Ein kleiner Schrank, großer Schrank, bla. Energietransmitter, am Ende. Kann ich die hier bauen? Ja, danke schön. Jetzt haben wir aber auch nur noch 16 Energie. Persönliches Werkzeuge, Schubkanone, Terraformer, Schweißgerät, Erbauer, Leuchtfackel, Luftblase, Tauchleine, Überlebensmesser. Ich habe doch diese... Das ist aber dann echt langsam ziemlich verbuggt hier, kann das sein? Ich habe das doch definitiv erforscht gehabt. Hier ist kein... Hier ist nichts in Richtung dieser Frostkanone. Die habe ich definitiv schon gehabt. Die ist ja in diesem Seegrasbiom zu holen. Ach, wie blöd. Jetzt läuft aber auch alles schief hier gerade. Das ist jetzt gar nicht gut. Dann gehen wir halt in dieses Seegrasbiom. Nur das nachts. Oh, oh. Nachts mit den... Naja, mal gucken. Nachts ist echt übel. Einmal ein Wasser rein, hier Baupläne, Lok. Das ist scheiße gerade. Ah, es wird wieder Tag. Gut, immerhin. Also, Seegras müsste jetzt eigentlich hier irgendwo kommen in die Richtung. Ich wollte jetzt nicht zu sehr in Richtung des Schiffes schwimmen. Ja, so ein bisschen können wir noch nach links und dann müsste jetzt hier eigentlich der Abgrund quasi kommen zum Seegras. Genau, immerhin das habe ich mir gemerkt. Und da müssten diese... Ey, ich habe keine Ahnung, wie diese Kanonen heißen, aber normal müssten die Baupläne hier liegen. Und Kupfer und so Sachen finden wir auch mit ein bisschen Glück. Das können wir gebrauchen. Und das klang gerade nach diesen komischen Saugern. Na, Kupfer. Das klang gerade nach diesen komischen Saugern, die es hier gibt. Das sind so Blutsaugerviecher. Ah, das wiederum nicht. Nee, Seemottenfragment, scheiße. Ach, das läuft gut. Läuft richtig gut hier. Hey, hat was nach mir geschnappt, kann er sein?
Mann. Hey. So viel Seegras ist es nicht. Insofern so viel Chance hier auf... So viel Chance hier auf das Zeug zu treffen, was ich suche. Jetzt haben wir genug Kupfer. Da, das war wieder so ein Sauger, meine ich. Dieses Lachen, dieses Fiese. Da, na guten Tag. Scheiße. Ja, ich habe das mit den 30 Sekunden gehört. Ich reize es zugegebenermaßen allerdings aus. Aber jetzt muss ich hoch. Da unten war ein Metallteil. Ich hoffe, das hat jetzt seine Aufmerksamkeit bekommen. Oh, hier sind wir nah am Schiff. Ja, Strahlung entdeckt. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Logischerweise. Weiter Richtung rotes Seegras. Vielleicht ist da die Kanone auch unterwegs. Glaube ich, war nämlich auch nochmal ein... Schau mal kurz ins Inventar. Ein bisschen haben wir noch Platz. Unterwegs war nämlich, glaube ich, auch nochmal ein Abgrund in Richtung Seegras, normalem Seegras unterwegs. Mal gucken. Aber ich könnte so schwören, wir hätten diese Eiskanone bereits entdeckt gehabt. Also ich müsste schon sehr fantasieren, aber vielleicht tue ich es auch. Wer weiß, ich habe das Spiel jetzt mittlerweile ja auch schon so oft. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Ein Unterwasservulkan. Hey, juhu. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Übrigens, mir ist noch nie aufgefallen, vielen Dank für die Kommentare, dass es hier Kalkstein gibt und Sandstein. Ist mir peinlich, zugegeben. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die unterschiedlich heißen. Ich habe da immer nur drauf geachtet, dass da so Knubbel sind. Aber nie darauf geachtet, dass die unterschiedliche Namen haben. Also aus dem Sandstein soll wohl dann Gold und Silber rauskommen. Und aus dem Kalkstein hier entsprechend die herkömmlichen Material. Mann, hast du mich jetzt verjagt, du Drecksvieh. So, was haben wir hier? Bitte. Stasis-Gewehr. Stasis-Rifle. Ich glaube, das war's. Stasis-Rifle. Das müsste sein. Das müsste das Eisding sein. Zurück. Stasis Rifle. Ich glaube, so hieß die. Ah, wie schön hier. Ich finde das immer wieder toll. Eines meiner Lieblingsbiome. Eigentlich könnten wir auch hier bauen. Ah, ja. Da. So. Haben wir da auch wieder genug? What? Schon wieder? Und dann kam noch ein guter Tipp rein, dass ich den Leichtbautank doch machen soll. Der braucht so viel weniger Platz im Inventar, wohl nur noch 1 statt 4 Slots. Und damit könnte man dann natürlich noch viel mehr Luft transportieren. Also wenn ich jetzt dann 4 von denen statt 1 von den großen nehme, habe ich mehr Luft als eben jetzt aktuell. Das sollte ich dann auch nochmal ändern. Da haben wir dann sicherlich auch nochmal mehr von. Und ich könnte ein bisschen Inventarplatz sparen, weil so ewig viel Luft brauchen wir dann auch nicht. Ich bin mit den 165 sind wir schon ganz gut dabei. Wenn wir das vielleicht noch auf 180, auf 3 Minuten aufstocken können, dann sind wir gut unterwegs. Und dann habe ich 2, 3 Slots vielleicht gewonnen am Ende am Platz. Und dann haben wir unser Inventar ein bisschen entschlackt. Finde ich gut. Finde ich gut. Überhaupt ist es immer wieder klasse mit euch hier, dass man da so viele Tipps bekommt. Und komm, hier, wir machen gerade noch was. Das war nämlich auch ein Tipp. Noch ein Dings hier oben drauf zu bauen. Noch ein Energie... War das hier? Da. Wärmekraftwerk, Titanbarren, Magnetit, Schmierstoff. Wandelt Hitze in Energie um bei größer als 15 Grad. Wo? Ach, dann muss ich mir so ein Thermometer bauen. Da muss ich mir ein Thermometer bauen. Das bauen wir uns auch noch, so ein Wärmekraftwerk. Aber jetzt direkt nicht, zumal ich noch nicht ganz weiß, wie es mit Magnetit, wie das eigentlich geht. Na komm, dann gehen wir los. So, haben wir hier noch. So. Das hat nämlich den Vorteil, nicht nur, dass die Energie schneller auflädt, sondern dass auch unser Gesamtenergiespeicher höher ist und damit in der Nacht nicht
so sehr schnell auf Null fällt. Jetzt haben wir 200 vermutlich, genau. Gut. Was war jetzt eigentlich, ich bin gerade überlegen, was war eigentlich unsere, ach so, hier die Propulsion Cannon. Nicht die Propulsion, weiß schon. Das Ding hier. Ja, das habe ich 100% schon gehabt. Dieses Fragment, allein die Optik, kann ich mich dran erinnern. Komisch. Komisch, 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 komisch. Halt, das machen wir anders. Da machen wir gleich Schmierstoff draus. Wenn wir gerade schon Energie haben. So. Dann haben wir das. Dann stellen wir ein bisschen Titan her. Haben wir ja auch ein, zwei Fragmente, glaube ich, mitgenommen. Und ich brauche dann eigentlich mal einen zweiten Locker, wenn ich das so sehe. Machen wir nochmal eine Runde Glas. Und dann bauen wir hier uns jetzt noch einen hier unter Geräte ist das, okay. Machen wir noch einen Schrank. Ja, zugeben, gerade ein bisschen doof. Machen wir ihn hier hin. Das Schöne an dem Spiel ist ja wirklich, dass man alles immer wieder abbauen kann, wenn es also irgendwann stört. Baut man es ab, kriegt die Materialien, die man reingesteckt hat, gerade wieder raus. Also ganz ideal. So, dann machen wir jetzt nämlich hier. Machen wir alles, was Titanium ist, rein. Und in den anderen machen wir. Habe ich Gold gefunden unterwegs? Ist mir gar nicht aufgefallen. In den hier machen wir eben alles rein, was nicht Titanium ist. Sagt es gerade noch und schmeißt Titanium rein. Sehr gut. So, Titanium. In den hier machen wir nach wie vor so Organisches und Gedöns rein. Das wäre dann der Kram. So, hier nehmen wir uns den raus für Wasser und den raus zum Mümmeln und machen 1, 2. Ah, dann nehmen wir uns noch. Dann behalten wir uns den zum Einlegen. Haben wir noch Salz? Hier nicht, aber hier bestimmt. Sehr gut. So, Ernährung, Wasser, zack. Ernährung, gekochter Garyfish. Ne, wir machen den großen hier, den kochen wir uns. Und das gibt... Na, habe ich den Salzvorrat nicht rausgenommen. Jetzt hat es aber funktioniert. So, gepökelter Garyfish und dann schmeißen wir uns den gekochten rein. Das kleine Wasser reicht. Eigentlich müsste ich... Ich hätte den auch noch kochen sollen. Egal. So, dann holen wir uns das große... Huchchen. Holen wir uns das große Wasser ab und hier ist bestimmt auch wieder Salz dann noch dabei. So. Läuft. Ausnahmsweise läuft mal was so wie soll. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. Sensationell. Das Salz schmeißen wir dann hier wieder rein. Gut. Und dann würde ich sagen, es hat jetzt in der Folge zwar überhaupt nicht so funktioniert, wie es sollte. Ich hätte jetzt eigentlich, wie gesagt, liebend gern meine Seamoth repariert gehabt und wir wären dann in dieser oder der nächsten Folge aufgebrochen in Richtung da, irgendwie. Aber ja, soll nicht. So, Moment, Rechtsklick fallen lassen. Seamoth-Fragment braucht man nicht, noch eins. Da unten häufen sie sich dann so langsam. Gut. Ja, schade. Schade. Mal schauen, wie weit ist er jetzt hier mit Entdecken? Kriegt man das noch angezeigt? Früher war das so, dass da eine große Prozentzahl lief. Aber auch das ist nicht mehr. Vielleicht muss ich den Bauer da aus... Nee, da war dann immer... Doch, da jetzt. 78%, 79%, okay. Das wird dann jetzt wahrscheinlich im Laufe des Offscreens passieren, dass das entdeckt ist. Und wehe, dann ist es in der nächsten Folge nicht vorhanden. Dann drehe ich aber durch. Dann drehe ich aber durch hier. Dann drehe ich mal voll am Rad. Nee, also, das geht ja gar nicht. Schade. Viel mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Einfach schade, dass das nicht geklappt hat, aber naja gut, es kann ja nicht immer alles so laufen. Und dann kam noch dazu, dass wir dieses Fragment scheinbar doch noch ein zweites Mal erforschen mussten. Ah, was willst du machen? Was willst du machen? Hier ist jetzt gerade noch ein weiteres Wasser fertig geworden, das ist doch auch ganz nett.
Man nimmt mit, was man kriegt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich, hoffentlich mit der Waffe, dass wir die bauen können. Muss ich auch erstmal schauen, was man dafür braucht. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu teuer. Und dann gehen wir mit der Waffe auf Jagd, dass ich die vielleicht irgendwie einfrieren kann, diese Bombenfische, und dann töten kann mit dem Messer. Das ist so meine Taktik. Und falls ihr irgendwelche Tipps habt, ich mache jetzt wieder eine Aufnahmepause, weil ich kann einfach nicht so lange am Stück aufnehmen. Es gibt also eine kleine Aufnahmepause. Ich warte noch ab, bis dieses Fragment erforscht ist, damit das nicht verloren geht. Und dann mache ich Pause, wie gesagt. Falls ihr Tipps habt in der Zwischenzeit, könnt ihr das natürlich kommentieren. Vielleicht kommt das sogar noch vorher bei mir an, bevor ich die nächste Aufnahme aufnehme. Falls nicht, probiere ich noch ein bisschen rum in der nächsten Folge, dann nicht wundern. Und dann ist erst euer Tipp in der übernächsten Folge wirksam. Aber ich versuche es umzusetzen, während der Endscreen hier schon wieder fertig ist. Ich laber zu viel. Wir sehen uns. Ciao.